Hallo und Namaste. Schön, dass wir uns heute wiedersehen. Und vielen, vielen Dank für das tolle und positive Feedback über meine Podcast-Reihe. Es ist sehr schön für mich, dass ich mit euch mein ayurvedisches Wissen teilen darf. Heute möchte ich euch über das Herzstück im Ayurveda, eine ayurvedische Entschlackung, informieren. Wenn wir im Ayurveda von einer Entschlackung sprechen, dann meinen wir eine Detox-Reinigung auf allen Ebenen. Das betrifft Körper, Geist und Seele. Vielleicht fragst du dich jetzt, wozu eine Entschlackung? Habe ich überhaupt eine Entschlackung nötig? Lass es mich dir so erklären. So wie du regelmäßig dein Zimmer, deine Wohnung oder auch das Auto putzt, ist auch eine Körperreinigung mindestens 1 bis 2 Mal pro Jahr sinnvoll und notwendig. Gerade wenn du dich vielleicht lange Zeit nicht gesund ernährt hast, vielleicht rauchst du oder trinkst regelmäßig Alkohol, dann ist eine Tiefenreinigung für deinen Organismus besonders wichtig. Schlacken können sich in den Organen, Gefäßen, Gelenken und im Darm festsetzen und dadurch Körper und Seele enorm belasten. Dies kann sich durch Haut- und Hautproblemen, Allergien, Burnout, chronischer Erschöpfung und anderen psychischen und mentalen Ungleichgewichten bemerkbar machen. Mit einer Entschlackungskur gönnst du deinem Organismus eine Auszeit, die er dir mit einem höheren Energielevel, Gesundheit, Schönheit und Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter danken wird. Außerdem bringst du dein Verdauungsfeuer Agni wieder ins Gleichgewicht. Du korrigierst deinen Stoffwechsel und entgiftest deinen Körper. Dein Hautbild wird sich verbessern, die Haare glänzender und schöner werden. Dein Immunsystem wird stabiler und gestärkt sein. Du gewinnst allgemein an Ausstrahlung, Energie und innere Balance. Hier Tipps von mir, wie du sofort täglich einige Schlacke loswerden kannst. Erstens, eine tägliche Zungenreinigung mit einem ayurvedischen Zungenschaber. Über Nacht sammeln sich viele Schadstoffe im Mund an, die oft in einem Belag auf der Zunge sichtbar werden. Mit Hilfe der täglichen Reinigung befreist du die Zunge davon. Zweitens, eine Mundspülung mit Sesamöl. Um die Gifte und Abfallstoffe aus der Mund- und Schleimhaut zu lösen und abzutransportieren. Dazu nimmst du einen Löffel voll Sesamöl in den Mund und ziehst es 2 bis 3 Minuten kräftig durch die Zähne. Anschließend spuckst du das gesamte Öl aus und putzt dir gründlich die Zähne. Drittens, warmes Wasser, gerne auch Ingwerwasser. Trinke täglich in der Früh ein Glas auf nüchternen Magen. Damit regst du deine Verdauung an und die Abfallstoffe, die sich noch im Gedärm befinden, werden ausgeleitet. Trockenmassage und danach eine Ölmassage. Viertens. Führe täglich eine Körpermassage mit Rohseidenhandschuh und danach kannst du mit einem ayurvedischen Öl den gesamten Körper einölen. Damit aktivierst du deinen Lymphfluss und die Durchblutung und verfeinerst dein Hautbild. Noch dazu ist eine Ölmassage sehr, sehr angenehm. Fünftens, deine Ernährung. In der Entschlackungszeit empfehle ich dir generell, leichte und warme Speisen zu essen. Bitte verzichte während der Kur auf Fleisch, Kaffee und Alkohol. Die Reinigung soll auch auf der mentalen Ebene stattfinden. Nutze die Zeit dazu, dir klar zu werden, welche Gedanken dir nicht gut tun und lasse sie auch los. Dies ist durch Meditation und Achtsamkeitsübungen möglich.
Wenn du möchtest, kannst du dir dazu meinen Podcast zu Atemmeditation anschauen. Aus meiner Erfahrung ist eine Entschlackungskur dann am effektivsten, wenn sie speziell auf dich angepasst wird. In meiner Praxis beginnen wir erst mit einer genauen Bestandsaufnahme. Die Kur wird dann auf deine aktuelle körperliche und mentale Situation angepasst. Es wird berücksichtigt, welche Ammeransammlungen speziell bei dir ausgeleitet werden müssen. Die besten Ergebnisse sind mit Unterstützung der Ayurveda-Kräuter möglich und du kannst die Kur auch von zu Hause durchführen. Ich kann dir eine Entschlackungskur wärmsten empfehlen. Du wirst dich danach wie neugeboren fühlen. Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, dann empfehle ich dir mein Ayurveda-Detox-Buch. Da findest du auch viele Rezepte, Meditationsübungen und noch vieles mehr. Auf unserer Homepage gibt es auch jede Menge Informationen zu Entschlackungskräutern. Falls du noch Fragen hast oder du auch gerne eine Entschlackungskur machen möchtest, dann kannst du dich auch gerne an uns wenden. In meinem nächsten Podcast möchte ich dich noch mehr mit Ayurveda und die Dosha-Lehre vertraut machen. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder zu sehen. Alles Liebe, deine Balwinder Sidhu.